heimliche Aufnahmen auf Dixi-Klos. Eine bizarre Recherche. Oh Gott, war das ekelhaft, ey. Boah, ist da eine Kamera? Überall versteckte Kameras. Sogar auf privaten Toiletten. Offenbar sind das alles Freundinnen oder Bekannte von ihm, die er einfach heimlich gefilmt hat, während sie bei ihm mal auf Toilette gegangen sind. Bei einer Recherche auf Bilder von dir gestoßen. Ich bin auch ganz geflasht davon, ey. Wer sind die Täter? Warum hast du dann diese Aufnahmen auf eine Pornoseite gestellt? Ich bin gerade bei einer Lieblingskneipe und würde eigentlich gerne aufs Klo gehen, aber ich kann nicht, weil hier ist so ein merkwürdiges Teil. Das steht da so oberhalb vom Klo. Ich bin inzwischen total paranoid und denke bei allen komischen Sachen, die irgendwie auf einer öffentlichen Toilette rumstehen, dass das vielleicht irgendeine versteckte Kamera sein könnte. Ich schaue mir das jetzt mal an. Hier drin ist zum Glück keine Kamera versteckt. Aber stellt euch das mal vor. Ihr geht zur Toilette und danach kann sich das jeder auf einer Pornoseite ansehen. X-Hamster heißt die Seite, auf der solche Spanner-Videos zu sehen sind. Es ist nicht irgendeine Pornoseite, sondern die meistbesuchte Deutschlands. Heimliche Filmaufnahmen werden hier hunderttausendfach hochgeladen, die Frauen meist voll erkennbar. In Umkleidekabinen, in Duschen, auf Toiletten. Zu sehen sind Minderjährige genauso wie 70-Jährige. Es kann jede treffen. In Südkorea ist das inzwischen ein Riesenthema. 2018 protestierten Zehntausende Frauen für härtere Strafen. Mein Körper ist nicht dein Porno. Spezielle Polizeieinheiten sollen nun wöchentlich öffentliche Toiletten nach Kameras absuchen. In Deutschland stehen auf Spanner-Videos bis zu 2 Jahre Haft, § 201a, Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs. Doch die Täter fühlen sich offenbar online sicher. Sehr, sehr geile Arbeit. Mach weiter so. Danke. Ich lasse nur bestes Stutenmaterial zu. Also ich habe mir einen Account gemacht auf dieser Seite, weil man kann zwar viele Videos auch so angucken, aber es gibt auch viele Leute, die dort Ordner mit Videos haben, die sie sperren und die können nur Leute angucken, mit denen sie befreundet sind. Um herauszufinden, wer diese Spanner sind, werde ich einer von ihnen. Nenne mich Hidden Voyeur 66. Für insgesamt 1,5 Jahre. Im Februar 2018 nehme ich erstmals Kontakt mit anderen Spannern auf. Doch wer Teil dieses Netzwerks werden will, muss selbst spannen, also eigenen Inhalt bieten. Also habe ich mich dazu entschlossen, dass ich selber ein Video mache, wie ich auf dem Klo bin und pinkle. Was mir unfassbar schwer gefallen ist, weil man ja quasi die dann auch noch mit was Eigenem füttert und weil ich mich jetzt natürlich selber auch nicht, ich möchte nicht, dass im Internet Videos von mir verbreitet werden, wie ich auf dem Klo sitze und pinkle. Und ich habe das dann auch so gesperrt, dass es nur meine Freunde sehen können. Aber wenn ich halt nicht denen auch was liefere, wenn ich denen nicht was anbieten kann, dann sagen die halt, warum soll ich mich mit der befreunden? Um also in die Szene reinzukommen, musste ich das tun. Es klappt. Obwohl das Video vergleichsweise harmlos ist, öffnet es die Tür in die Szene. Ich gebe mich als Anfänger aus und beginne mit mehreren Spannern zu chatten. Einer schreibt: Hallo, dein erstes Video ist ja schon mal nicht so schlecht. Wie hast du das aufgenommen? Und hast schon mehr Material? Sascha.de83 gibt mir auch ein paar Tipps. Hab einen Rauchmelder, der heimlich Videos aufnimmt zum Beispiel. Damit habe ich richtig geile Sachen gefilmt. Und dann habe ich ihn gefragt, aber wie machst du das dann mit dem Rauchmelder? Den kannst du ja nicht einfach in einer öffentlichen Toilette anbringen, ohne dass es jemand merkt, oder? Habe ich ihn gefragt, ja. Dann sagt er, habe ich so gemacht, an der Wand gegenüber vom Klo, Abstand war so 1 Meter. Von 20 Weibern hat eine dran gerüttelt, aber da hat er gehalten. Lol, war mit doppelseitigem Klebeband. Es gibt einen, der mir besonders auffällt. Er bietet im großen Stil Videos von Frauen auf Dixi-Klos an. H. Franklin 1 nennt er sich. Wer steckt dahinter? Dieser Typ hier, der ist total krass. Guck mal, wie viele Freunde der hat. Videos vom Festival? Mhm. Genau, der macht offenbar Videos von so einem Festival. Offenbar hat er da gearbeitet oder so. Und stellt danach Bilder rein von Frauen, die das Dixi-Klo auf dem Festival benutzt haben.
und wird total abgefeiert dafür. Also alle Leute schreiben so drunter so really great Videos, tolle Videos, danke, weiter so. Hier ist der Chat mit ihm. Hier. Also ich habe ihn gefragt, hallo, ich bin neugierig, was ist das denn für ein Festival? Findet das mal wieder statt? Weil ich natürlich gerne wissen würde, wo er das aufgenommen hat. Und dann hat er zurückgeschrieben, ja, findet jedes Jahr statt und ich bin dieses Jahr auch wieder dort am Arbeiten. H. Franklin 1. Laut Profil ist er 32 Jahre alt, wohnt in Dresden und ist seit 2011 auf X-Hamster. Und es heißt natürlich, wenn er das dieses Jahr wieder macht, dass wenn wir rausfinden, wo dieses Festival stattfindet, dass wir ihn dann stellen könnten. Dazu müssen wir uns diese ganzen beschissenen Videos angucken, die er gemacht hat, in der Hoffnung, irgendeinen Hinweis zu bekommen, die uns verraten, was das für ein Festival ist. Da kann man ja was erkennen, ne? Ups. Also hier siehst du, da sind so Armbänder. Ja, scheiße, da muss man jetzt einfach die ganzen Videos durchgucken. Ja, viel Spaß. Ein R und ein H, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Ja. Brache. Ah, hier, da kann man super lesen. Hier kann man es voll gut lesen, das sind offenbar zwei Wörter einfach. Guck mal hier, da steht eindeutig, also, sowas wie Moni. Stimmt, ja. Mhm. Monis, okay, das ist einfach mal, hast du schon mal vom Festival gehört, irgendwie Rache oder Monis? Ich auch nicht, fuck. Okay, wir googeln das einfach mal. Rache, okay, da kommt gleich ein Ergebnis. Es gibt ein verdammtes Festival, das heißt, das ist nicht Englisch oder so, das heißt wirklich Monis Rache. Monis Rache dreht ihre dritte Runde. Die dritte Runde des kollektiv organisierten Kultur- und Musikfestivals. 19. bis 22. Juli 2018 auf dem Tutover Flugplatz. Oh Gott, am Arsch der Emma im Osten irgendwo. Krass, das findet wirklich statt. Das findet wirklich statt. Wie geil. Sau geil, wir wissen jetzt, welches Festival es ist. Das heißt, wir fahren dahin im Juli und versuchen, den Typen zu stellen, der da wieder drehen will. Ja, geil, ey. Ist doch geil, wir haben es echt gefunden. Krass. Bis dahin sind es noch 3 Monate. Ich glaube, wir können auch laufen. Ist nicht so weit. Okay. Voll geil, ich wollte schon immer mal einen Detektiv treffen. Ich will von ihm wissen, wie man versteckte Kameras entdecken kann. So sieht also das Büro von einem Detektiv aus. Also allein hier in diesen, weiß ich gar nicht, 8 Quadratmetern habe ich jetzt mal 6 Kameras verbaut. Das war heute ein Arbeitsaufwand, ich sag mal, von einer knappen Stunde. 6 Stück. Okay, krass. Okay, ja, voll gut. Das heißt, wir können jetzt quasi mal so einen Test machen. Genau. Was würde mir auffallen in diesem Zimmer? Genau, Sie können erst mal schauen und dann zeige ich Ihnen, wie man das vielleicht mit einem Spezialgerät leichter finden könnte. Okay. Aber da muss man auch schon ein bisschen Übung haben, aber es geht. Okay, gut. So, weil ich jetzt schon weiß, dass es sowas gibt, könnte ich mir vorstellen, dass im Rauchmelder eine Kamera drin ist. Das ist in dem Fall richtig, ja. Vielleicht das Ding da ist eine Kamera? Ja, genau. Das ist eine jetzt von 6. Okay. Boah, ist da eine Kamera? Vollkommen richtig. Boah, krass. Das, okay, das würde man niemals sehen. Das würde man niemals sehen. Schau mal hier. Da ist eine Kamera. Im Bild vielleicht? Boah, da kann man auch paranoid werden, ey. Das ist das Problem. Wenn man sich erstmal damit ein bisschen beschäftigt, was technisch möglich ist, garantiere ich Ihnen, wenn ich noch ein paar Sachen Ihnen zeige, wenn Sie sich in keinem Schwimmbad, kein Solarium, kein Hotelzimmer ansatzweise wohlfühlen. Aber jetzt nicht hier in dieser Schraube, oder? Das ist sie. Da ist eine Kamera drin. Boah, fuck, das ist echt total creepy. Also wenn ich jetzt hier so davor bin, dann siehst du mich, oder?
Selbst wenn sie es wüssten, werden sie sie nicht sehen. Nee, das ist ein stinknormales, sieht aus wie ein stinknormales Ladekabel. Und jetzt verraten Sie vielleicht die mir nicht und dann gucke ich mal mit diesem Gerät nach. Genau, oder? Das ist eine gute Idee. Das spiegelt sich und irgendwann sehen Sie einen hellen Punkt, der reflektiert. Und das ist eigentlich die Linse. Das heißt, man schaltet es an und guckt hier oben durch diesen kleinen Sucher. Hier, ich glaube, von hier. Ah, ja, ich sehe ihn. Ja, auch schon, ja. Ah, das leuchtet. Ah, das ist so, es flackert quasi so immer wieder so. Tuk, tuk, tuk. Deine Linse kann ich jetzt auch gut sehen. Oh. Aha. Das ist in dem oberen Steckdose von der Dingsbox. Ist ja fies. Deswegen, ich hätte, glaube ich, bis heute Abend hier noch stehen können. Ja. Okay, ja, man muss es so ein bisschen üben, damit man das checkt, wie das funktioniert. Aber dann kann man das echt gut erkennen. Ja, vielen Dank. Das war total interessant. Jetzt kaufen wir uns auch so ein Teil, einfach online. Macht's einfacher auf jeden Fall. Hidden Camera Finder. Und dann gehen wir mal auf die Jagd. Die nächsten Wochen chatte ich weiter im Spanner-Netzwerk und komme mit einem zweiten auffälligen Täter in Kontakt. Bubu 36 nennt er sich. Und der ist total unheimlich, weil der hat unfassbar viele Bilder gemacht von Frauen, die bei ihm zu Hause aufs Klo gehen. Und offenbar sind das alles Freundinnen oder Bekannte von ihm, die er einfach heimlich, ohne dass sie es wissen, jedenfalls behauptet er das, gefilmt hat, während sie bei ihm mal auf Toilette gegangen sind. Das ist echt krasse Sauerei. Auf dieser Toilette filmt er Besucherinnen dutzende Male, über Monate, vielleicht sogar Jahre hinweg. Hunderttausende schauen sich das an. Dieselben Frauen finde ich auch auf Privatfotos in seinen Bildergalerien. Zum Teil sind es Bilder der Frauen selbst von Facebook, aber es sind alles Freunde und Bekannte. Und mit einer vernünftigen Kamera bekommt man auch eine gute Quali. Und dann habe ich ihn gefragt, und die Frauen wissen also alle, dass sie gefilmt werden? Und dann müsste man dann eine Kamera verstecken? Dann könnte ich mich ja gleich daneben stellen, Zwinker-Smiley. Also sie wissen es offenbar nicht. Auf einigen Fotos ist ein Mann in Begleitung der Frauen zu sehen. Ist es der Täter selbst? Sein Profil nennt sein angebliches Alter und den Wohnort Bielefeld. Auf X-Hamster aktiv ist er seit 2015. Oh krass. Oh, das ist spannend, dass mir der Typ was geschickt. Oh krass, der Typ hat mir ein Foto geschickt. Okay, das ist super. Das ist ja einfach so ein Mädel. Und die kommt total oft in seinen Videos vor. Die geht bei dem aufs Klo, die ist auf Bildern drauf, wo er dann draufwichst und davon ein Video oder ein Bild reinmacht. Und die ist auf ganz vielen Fotos drauf, so im Urlaub, auf Partys und so weiter. Also ich glaube, die kennt der echt, ja. Okay. Ich glaube, wir müssten zurückverfolgen, wer ist diese Frau, ja, rausfinden, wer die ist. Und dann versuchen, die zu kontaktieren. Ein Anhaltspunkt wäre der Ort. Ist es tatsächlich Bielefeld? Bubu 36 macht heimliche Aufnahmen auf der Straße. Viele zeigen eindeutig Minderjährige. Auf einem Bild kann man eine Parfümerie erkennen. Sie ist tatsächlich in Bielefeld. Auf einem anderen Bild ist ein Bahnhofsgebäude zu sehen. Es ist der Bahnhof von Bielefeld. Dann ist da ein Foto mit zwei Frauen in einem Café. Wir fragen euch über das Online-Forum Reddit. Und tatsächlich, anhand der Wanddeko erkennt ihr, es ist ein Café in Bielefeld. Der Plan ist also, nach Bielefeld zu fahren. Doch vorher müssen wir zurück zum ersten Fall, H. Franklin 1, dem Festivaltäter. Hier, schau mal. Das sind unsere Tickets. Ah. Du, ich, Festival. Komm mal. Ja, hallo. Nein. Boah, sorry für die Verspätung. Alles gut. Ach, auch zum Festival, ey. Wir wollen die Klos auf dem Festival durchsuchen, in der Hoffnung, die versteckte Kamera von H. Franklin 1 zu finden. Hier sind aber auch noch mal weg. Er hatte ja geschrieben, dass er hier wieder arbeiten wird. Wir müssen. Zugegeben,
Es ist die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Überall Klos, überall mögliche Tatorte. Noch mehr. Oh fuck, ey. Das ist scheiße. Das ist richtig viel. Oh Mann, ey. Es hört überhaupt nicht auf mit den Klos. Naja, sie sorgen für ihre Leute. Ja, los geht's, ey. Ich durchsuche alle Toiletten mit einem versteckten Kameradetektor, wie ihn mir der Detektiv empfohlen hat. Eine nach der anderen. Unfassbar ekelhaft, einfach nur. Alle drei. Oh. Wir filmen unauffällig mit dem Handy. Nicht, dass wir noch den Täter mit unserer Suche alarmieren. Ach Leute, das ist so ekelhaft. Aber keine Kamera. Nee. Nix. Sind nochmal die Toiletten. Also die Toiletten da sind echt gute Kandidaten. Weil da sind überall so Löcher tatsächlich. Hab aber nichts gefunden. Zwei Tage lang suchen wir und finden nichts. Einfach nur frustrierend. Zurück in Hamburg. Vielleicht war Herr Franken 1 ja gar nicht vor Ort, hat nur geblufft und gar keine neuen Videos gemacht. Inzwischen sind wir zum Chatten auf mega.nz umgezogen. Herr Franken 1 wollte es so. Hier ist man noch anonymer. Er nennt sich Martin Müller, ich mich Hidden Beginner. Er schreibt: Yo, hab auch neue Videos. Kann ich dir nachher auch eins zeigen? Sind aber noch nicht geschnitten. Komme da gerade nicht hinterher. Er schickt mir dieses Video hier. Und tatsächlich. Ich erkenne das Festivalarmband. Es ist dasselbe, das ich auch getragen habe. Zum Vergleich das Festivalarmband von 2016 aus seinen früheren Videos. Er war also wirklich da. Und ich bin jetzt vielleicht auch Opfer seiner heimlichen Aufnahmen. Zurück zum anderen, dem zweiten Fall. Wir sind in Bielefeld auf der Suche nach den Frauen, die Bubu 36 gefilmt hat. Ich würde mal darüber zu der Bushaltestelle gehen wollen. Um sie zu finden, suchen wir nun die Orte von den Fotos aus seiner Bildergalerie auf. Das ist die Perspektive von dem Bild. Ja, also wir sind sozusagen auf der richtigen Spur. Ja, so saßen die hier. Ich frage im Café nach diesen Frauen und an vielen weiteren Orten. Es geht kreuz und quer durch die Stadt. Ich finde auch so ein Google Maps-Depp echt. Welche Orte genau, können wir euch nicht zeigen, um die Identität der betroffenen Frauen nicht zu verraten. Nur so viel. Am Ende können wir tatsächlich eine anrufen. Hallo. Ich rufe an, weil ich bei einer Recherche auf Bilder von dir gestoßen bin. Und zwar eher auf Plattformen, wo du wahrscheinlich eigentlich nicht stehen möchtest. Am liebsten würde ich dir das alles persönlich erklären. Super, alles klar. Dann bis gleich. Bis dann, ciao. Okay, jetzt sind wir gleich da. Jetzt würde ich vorschlagen, machen die Kamera mal aus. Was jetzt kommt, fällt mir unheimlich schwer. Ich muss der Frau irgendwie beibringen, dass Spanner sich ihre Bilder online ansehen. Wie erklärt man sowas? Dürfte ich dir vielleicht ein Bild zeigen, wo du mit einer anderen Frau zusammen drauf bist, was auf der Seite ist, und sie ist eben eine, die man auch auf anderen... Ja, das würde mich natürlich echt interessieren. Okay, also, dann tue ich das jetzt mal. Bist doch du, oder? Ach krass. Ja, mit meiner besten Freundin. Deiner besten Freundin. Heilige Scheiße. Und der hier, ist der einer, mit dem sie irgendwie zusammen war? Nein, nee. Der wollte was von ihr. Der wollte was von ihr.
Also ich hoffe nicht, dass er sowas macht. Bei mir ist es halt so, was ich von ihm halte, ist mal so, mal so. Ich denke halt manchmal, na, ist er wirklich so ehrlich? Und das ist der gleiche wie der hier? Ja, ja. Mhm. Ja, gut. Okay. Was meinst du, wie war dein Gefühl vom Gespräch? Ja, also ich hatte das Gefühl, dass sie jetzt schon total geschockt war. Aber dass es jetzt irgendwie erst so langsam auch reinzickert, was das wirklich bedeutet. Ich hoffe, ihr geht es jetzt nicht irgendwie schlechter durch, weil du wird jetzt anfangen, darüber nachzudenken, sicherlich, wer könnte da dahinter stecken und so. Und es ist bestimmt total unangenehm, ob das der Typ ist auf dem Bild oder nicht. Ne? Ja, jetzt fahren wir erstmal zurück nach Hamburg. Was sagen eigentlich die Seitenbetreiber von X-Hamster dazu? Sie verweisen auf ihre Nutzungsbedingungen. User müssten die Zustimmung aller im Video enthaltenen Personen haben, schreiben sie mir. Und wenn Frauen sich in Spanner-Videos entdecken, sollen sie die Videos bei X-Hamster melden. Wieder im Chat mit dem ersten Fall, H-Franklin 1, der heimlich Filmaufnahmen auf dem Festival macht. Ich erfahre, dass er seine Videos sogar verkauft. Es gäbe Leute, die für gutes, frisches Material richtig Geld ausgeben. 7.400 Euro will er schon damit gemacht haben. Nach diesem Hinweis beschließe ich, meinen Recherchestand mit einer Kollegin zu teilen. Isabel Beer hatte vor gut 2 Jahren schon einmal über das Spanner-Netzwerk berichtet und mich damit auf die Idee gebracht, zu X-Hamster zu recherchieren. Sie zeigt mir, mit wem im Spanner-Netzwerk sie damals Kontakt hatte, und dann habe ich einfach großes Reporterglück. Isabel hatte nämlich tatsächlich damals mit H-Franklin 1 zu tun. Also ich finde, so, was dieser Typ da halt macht, das sind irgendwie Aufnahmen, die sind so erniedrigend, wenn man sich vorstellt, dass man davon betroffen ist, dann finde ich das eigentlich schlimmer, als wenn man mich beim Sex gefilmt hätte. So. Ja, ja, ne? Absolut. Also, gerade bei diesen Toilettenvideos oder so, das ist ja eine Situation, in der man unter keinen Umständen irgendwie gefilmt werden möchte. Und das ist auch das Erniedrigende, was dann dazu geschrieben wird. Wie ich hatte sie sich damals als Spanner ausgegeben und mit H-Franklin 1 gechattet. Da hat er mir dann geschrieben, na, ich schick dir mal ein Video, dann kannst du mir ja sagen, wie du das findest. Er hat mir noch geschrieben, und ich teile sie auch gerne, aber ich hätte auch gerne was im Tausch dafür, du verstehst. Ich suche nach privaten Fotos, Videos von Frauen, die du persönlich kennst, zum Beispiel deiner Ex-Freundin, Schwester, Nachbarin etc. Also keine Amateurfotos aus dem Internet, sondern Sachen, die nur du hast. Verstehst du, was ich meine? Okay, ja, so fing unser Chat auch an. Er hat ja auch gesagt, dass er was tauschen will, gerne. Okay, krass. Ja. Also das heißt, er hat ja auch genau dieses Video wahrscheinlich geschickt. Ja, und dann, genau. Und das war dann für mich auch der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich komme hier nicht weiter mit der Recherche, weil ich müsste hier Nacktfotos schicken, und das war eine ganz klare Grenze, die ich mir gesetzt hatte, dass ich das nicht mache. Wir suchen in ihrem Chat nach Details, fehlenden Puzzlestücken. Und wir werden fündig. Und dann hat er mir noch geschrieben, weiß ja nicht, ob du auf junge Dinger stehst, aber bei einer meiner Piss Girls habe ich eigenhändig den Ausweis am Einlass kontrolliert. Also er hat Ausweise kontrolliert. Das ist auch eine sehr interessante Info für uns. Also wenn Isabel sagt, dass der Typ geschrieben hat, dass er Ausweise kontrolliert hat auf dem Festival, dann heißt das ja, dass er offensichtlich wirklich Teil von diesem Organisationsteam vom Festival ist und nicht einfach nur ein Besucher, dass er also wirklich dort gearbeitet hat. Das heißt natürlich, wir müssen an die Festivalleute selber herantreten. Mir ist bewusst, dass auch H-Franklin 1 diese Mail lesen könnte, aber mir bleibt keine andere Wahl. Ich vereinbare ein Treffen mit den Festivalbetreibern in Berlin. Zurück zum zweiten Fall, zu Bubu36, der Frauen auf seinem eigenen Klo filmt. Eine betroffene Frau hatte ich ja bereits sprechen können. Jetzt nehme ich Kontakt mit ihrer Freundin auf. Wenn die das Badezimmer in den Videos wiedererkennt, haben wir vielleicht den Täter. Sie will nichts vor der Kamera sagen, ist aber bereit, sich mit mir zu treffen. Okay, das war jetzt total krass. Sie hat das Badezimmer wiedererkannt. Sie hat mir den Namen genannt von demjenigen. Sie weiß ganz sicher, wer es ist. Also, in welchem Verhältnis standen die jetzt zueinander? Die sind befreundet. Also sie kennt ihn gut.
sie kennt ihn also seit vielen, vielen Jahren. Und natürlich war das für sie der totale Schock und absolute Enttäuschung, dass er sowas machen kann. Und sie hat halt auch große Sorge, dass der noch ganz andere Sachen gemacht hat, weil sie halt oft bei dem zu Hause war, weil sie ihn auch zu sich nach Hause eingeladen hat. Und sie fragt sich halt jetzt, was hat er sonst noch gemacht? Also sie meinte, sie ist einfach seit Wochen total fertig mit den Nerven, kann nicht mehr gescheit schlafen, da geht es total miserabel. Aber sie ist mutig und tapfer und sie hat eine Anzeige erstattet. Mhm. Nachdem sie von mir gehört hat, dass ich dazu recherchiere, hat sie eine Anzeige gegen ihn erstattet, was mich total gefreut hat, weil es ja super ist, ne? Da also, dass gegen den was getan wird. Mhm. Das Schlimme ist nur, seit Wochen läuft die dem Polizeipräsidium Bielefeld hinterher, schreibt denen immer wieder Mails, hat den Screenshots gemacht, hat den Links geschickt. Und die ist halt total komplett verzweifelt, weil nichts passiert. Eigentlich hat sie alles richtig gemacht. Sie hat sich bei der Polizei gemeldet, sie hat alle Beweise, die sie hat, denen zur Verfügung gestellt. Es hängt irgendwie fest und es passiert einfach nichts. Krass. Ach. Ja, total krass. Bin auch ganz geflasht davon, ey. Nimmt die Bielefelder Polizei den Tatvorwurf nicht ernst genug? Die Frau leitet mir die Mails der Polizei weiter. Da hat schon teilweise absurde Sachen drin. Zum Beispiel schreibt eine Beamtin zurück, dass sie Links in der Form nicht in die Akte aufnehmen könne. Gemeint sind Links zu Pornoseiten, auf denen Bubu36 Ausschnitte seiner Klo-Videos gestellt hatte. Eine Beamtin beschwert sich, dass die betroffene Frau ihr 4 E-Mails an einem Tag geschrieben hat. Weist sie darauf hin, dass Pornografie im Allgemeinen nicht verboten ist. Also ich habe das Gefühl, die nehmen die nicht so wirklich ernst oder ihr Anliegen nicht so wirklich ernst. Und das finde ich ziemlich bezeichnend. Wir haken bei der Staatsanwaltschaft Bielefeld nach. Das Verfahren sei angelaufen, heißt es. Es werde eine Hausdurchsuchung geben. Getan wird also inzwischen schon etwas. Allerdings nur gegen Bubu36, nicht generell gegen X-Hamster. Die Firma hat ihren Sitz in Zypern, außerhalb der EU. Schwer zu greifen. Wir beschließen, die Hausdurchsuchung abzuwarten. Währenddessen treffe ich mich wegen unseres ersten Falls, H. Franklin 1, mit den Festivalbetreibern. Ich komme gerade zurück aus Berlin. Oh, es war total krass. Also die Festivalbetreiber haben tatsächlich einen Verdacht, wer es sein könnte. Hat sich ziemlich schnell rauskristallisiert, nachdem ich ihnen Details aus dem Chat nennen konnte, also was er so privat so macht, was er so für Hobbys hat, das hat er mir ja alles erzählt. Und es gibt jetzt wirklich einen Tatverdächtigen. Ich muss sagen, die Festivalbetreiber haben sich auch wirklich sehr gut verhalten in dem Gespräch. Sie wollen das aufklären, die waren schockiert, die wollen das nicht irgendwie unter den Tisch kehren. Das finde ich auch stark und mutig von denen und den richtigen Weg. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob sich dieser Verdacht bestätigt. Oh Mann, ey. Und er bestätigt sich. Kurz darauf. Also mich hat fast der Schlag getroffen, als ich das gesehen habe, weil ich mir so dachte, was krass, so lange den gesucht und jetzt schreibt er mir einfach eine Mail. Also da muss irgendwie Wind von meiner Recherche bekommen haben. Aha. Also er hat einfach geschrieben, hallo Frau Schlosser, ich bin H. Franklin 1. Nein. Ich bin bereit, mich mit Ihnen zu treffen. H. Franklin 1. Nimmst du es was? Ja, mach ich. Er erzählt, wie 2016 alles angefangen hat. Wie kam es zu den Aufnahmen? Warum sind da diese Videos? Warum sind da diese Videos? Ich bin auf dem Festival gewesen. Ich bin dort am Sonntagnachmittag auf einer der Toiletten gewesen. Und ich habe dort diese Kamera gefunden.
Mir ist selber bewusst, dass das in meiner Situation eine ganz unglaubwürdige Geschichte ist. Aber genau so ist das abgelaufen. Zur Erklärung, warum. Ich hab diese sexuelle Präferenz. Ich habe mir auch schon im Vorfeld zu diesem Festival sowas im Internet angeguckt. Und ich fand's gut. Also du meinst jetzt heimliche Aufnahmen? Heimliche Aufnahmen in jeder Form, voyeuristische Aufnahmen. Was ich dir damit sagen will, ist, ich habe einen Blick dafür. Ich habe geguckt gewissermaßen danach. Ich habe nicht gezielt gesucht und bin auf jede Toilette gegangen, aber ich war auf diesem Klo, ich habe dieses Loch gesehen und dann war ich so, oh krass. Wo ist dieses Loch? Da, wo der Toilettendeckel runtergeht, da ist ein Steg dazwischen und da war ein kleines Loch, ein kleines schwarzes Loch. Wenn man dahinter greift, dann ist man quasi in dem Tank da unten drin, da hat die dahinter geklebt. Er will die Kamera also nur mitgenommen haben. Dennoch war er derjenige, der die Videos auf X-Hamster verbreitet hat. Erst durch ihn hatten andere darauf Zugriff. Warum hast du dann diese Aufnahmen auf eine Pornoseite gestellt? Als ich mir die das erste Mal angeguckt habe, war mir auch bewusst, dass man solche Videos nicht einfach so im Internet findet. Dann, das war wirklich krass, auf einmal wird man angeschrieben. Ganz viele Leute sagen, hey, toll, lass mal schreiben, lass tauschen, pipapo. Das habe ich dann auch gemacht. Und dann gab es irgendwann mal jemanden, der hat mir Geld dafür geboten. Das waren direkt so 300, 400 Euro. Selbst will er also nie Videos gemacht haben. Also nach meinen Recherchen hast du das nicht nur 2016 gemacht, sondern später auch nochmal. Das stimmt aber nicht. Du hast mir aber ein Video geschickt und das lässt sich einwandfrei an dem Armband identifizieren, dass das das Festival 2018 war. Man sieht das an den unterschiedlichen Armbändern. Ja, das kann aber nicht sein. Vielleicht war das ein Backstage-Armband oder so. Nee, das war eindeutig dasselbe Armband, was damals auf dem Festival ausgegeben wurde. Also ich meine, du bist jetzt hierher gekommen. Ich finde das auch gut, dass du das alles sozusagen beenden willst. Aber dann sag die ganze Wahrheit. Hab ich. Gut, also ich glaube dir das nicht. Aber es ist natürlich dein Recht, bei deiner Geschichte zu bleiben. Dann würde ich sagen, beenden wir das an der Stelle. Ich breche das Interview ab. Krass. Ist einfach bei seiner Geschichte geblieben, ne? Niemals glaube ich das, ey. Jetzt habe ich irgendein Geräusch gehört. Ich schau mal nochmal. Da hat man gemerkt, dass es auch nicht so. Natürlich hat er das gemacht 2018. Es macht ja auch gar keinen Sinn, wie er reagiert hat dann. Ne? Weil er hat ja quasi, wenn er wirklich das nicht getan hätte, wäre er viel entsetzter gewesen bei dem Gedanken, dass ich denken könnte, er hat es noch weiter gemacht. Dann wäre er doch nicht einfach so, ja, stimmt aber nicht. Ja. Fertig, aus. Puh, krass, ja. Dann ist er, gut, ist er bei seiner Lügengeschichte geblieben, aber wir wissen es ja besser. Also, es ist nicht so. Ja. Noch mal was sagen? Wollen nicht, aber muss ich wohl. Okay, komm rein. Tja. Zweite Funke ist zu hören. Es stimmt, dass ich 2018 versucht habe, solche Videos zu machen. Ich bin heute hergekommen. Aus demselben Grund, ich versuche das alles so weit wie möglich zu verdrängen. Wenn das stimmt, dass du eins davon gesehen hast, weißt du auch, dass es qualitativ viel schlechter ist. Du hast auch geschrieben, dass es qualitativ schlechter ist, ja. Aber man sieht trotzdem alles, man sieht die Frau komplett, es ist genau dieselbe Kameraperspektive.
Ich habe natürlich versucht, das nachzuahmen. Also, du sagst weiterhin, dass du sie gefunden hast. Und das stimmt auch wirklich. Ohne Scheiß. Ich habe sowas nie davor gemacht. Ich habe das nie wieder seitdem gemacht. Das war 2018, als ich versucht habe. Ich wollte mehr Geld verdienen damit. Möchtest du vielleicht noch was sagen zu den Frauen? Es tut mir natürlich unglaublich leid, aber ich bin mir der Abgedroschenheit dieser Phrase auch bewusst. Wenn man sich in dieser Szene bewegt, fängt das an. Die Tatsache, dass es so viele andere gibt, die das gut finden, dass es so viele andere gibt, die das auch wollen, lässt ein Gefühl aufkommen von, das ist schon irgendwie okay. Das kann man da zumindest rausziehen. Das ist es aber eben nicht. Er sagt noch, dass er sein Profil auf X-Hamster löschen wird. Ja. Also dann schauen wir mal, ob er es gelöscht hat. Tatsächlich. Dieser X-Hamster-Nutzer ist inaktiv. Jetzt lösche ich mein Profil auch. Bei Bubu36, dem zweiten Fall, hat die Hausdurchsuchung stattgefunden. Das Verfahren läuft. Hunderte andere Täter sind jedoch weiter aktiv. Sie sollen wissen, sie werden beobachtet.